Hallo allerseits und willkommen zu einer neuen Folge von Force of Nature. Sodele, weiter geht's. Wir sind ja stehen geblieben bei unserem Bienenhaus und da schaut's auch ganz gut aus, denn wir können schon zweimal Honig mitnehmen. Schön, schön. Und wenn es so ist, dann könnten wir doch normalerweise auch in der heutigen Folge den Schuppen errichten, oder? Mal kurz gucken. Für den Schuppen braucht man 60 Baumstämme. Gut, ich denke, das ist machbar. 5 Eisenbahnen können wir uns eigentlich auch herstellen, denn ich habe hier noch Eisenerz. Bretter brauchen wir, Nägel, Ton und Kleber brauchen wir noch. Für den Kleber brauchen wir aber Mehl, meines Wissens. Beziehungsweise irgendwas anderes brauchen wir außerdem, abgesehen vom Honig. Mal kurz gucken. Kleber, da ist er. Okay, Mehl, Ton und Honig. Ton ist das geringste Problem. Dann stellen wir uns doch gleich mal das Mehl her in der Zwischenzeit. Sehr gut. Und ja, beim Hochofen craften wir uns jetzt gleich ein paar Eisenbahnen. Vorausgesetzt, ich habe wieder genügend Kohle. Nee, das ist zu wenig. Aber gut, die Kohlemeiler dort hinten laufen ja auch schon wieder auf Hochtouren. Sehr schön. Jetzt müsste da eigentlich gleich was vonstatten gehen. Perfekt. 5 Stück brauchen wir. Und 5 Stück können wir uns auch craften. Und natürlich stellen wir uns auch gleich die Nägel her. Schön, schön. Dann fehlt eigentlich nur noch der Ton bzw. die Baumstämme. Und die holen wir uns jetzt auch gleich mal. Allerdings heute dort drüben. Und nicht wie bisher immer auf der anderen Seite. So, sind hier Goblins unterwegs? Was frage ich überhaupt? Da ist schon der Erste. So, noch mehr Goblins. Perfekt, Problem gelöst. Und wir könnten ja eigentlich auch gleich mal die Apfelbäume hier nehmen. Denn dann haben wir auch wieder was, um unsere Schweinchen zu füttern. Sodele. Und da hinten ist noch ein Goblin. Aber gut, um den kümmern wir uns gleich. Sodele, perfekt. Dann komm mal her. Schön, schön. So, gibt's hier noch weitere Apfelbäume? Ah ja, da ist noch einer. Und da hinten haben wir auch noch ein, zwei. Schön, schön. Dann nehmen wir die natürlich auch gleich mal mit. Stör nicht. Mann, oh Mann. Nicht mal in Ruhe kann man hier ein paar Bäume fällen. Sodele, schön, schön. Gut, wisst ihr was? Wir kümmern uns auch gleich mal um die ganzen Goblins hier. So, alle schön zusammenpullen. Perfekt. So, und hier gibt es sogar noch Zinnerz. Auch nicht schlecht. Allerdings braucht man das jetzt aktuell nicht. Aber gut zu wissen auf alle Fälle für die Zukunft.
Und wie viele Baumstämme habe ich jetzt eigentlich schon gesammelt? Zu wenig. Wir brauchen noch 30 Stück zusätzlich, beziehungsweise 28 Stück. Aber gut, wir nähern uns ja. Langsam aber sicher. So, das wäre geschafft. Hier könnte man eigentlich den Baumstumpen auch noch abholzen. Schön. Und ansonsten gibt es hier keine Obstbäume, oder? Schaut zumindest nicht danach aus. Aber ein paar Hühnchen habe ich hier schon rumlaufen sehen. Die könnten wir doch eigentlich gleich mal einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Da oben ist noch eins. So, probieren wir es mal. Mal gucken, ob ich das Hühnchen erwische oder nicht. Nee. Wieder nix. Bleibst du hier? Schade. Knapp daneben ist auch vorbei. Nee. So wird das nix. So, aber dort hinten, glaube ich, kann es nicht mehr weg, oder? Aha, sehr schön. So. Zack. Und schon haben wir ein weiteres Hühnchen. Schön, schön. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das natürlich auch noch mit. Perfekt. So, zähmen, folge mir. Und dann muss ich mich als allererstes mal um die hier kümmern. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich habe euch auch lieb. So, perfekt. So, wo ist eigentlich mein zweites Hühnchen? Ah, okay, das ist da noch hinten. Versteckt sich noch. Na, komm mit. So schlimm ist es in meinem Gehege gar nicht. Das will irgendwie nicht mitkommen anscheinend. Wieso nicht? Moment mal. Da müssen wir uns drum kümmern. Genauso wie um den Goblin, der da schon wieder angerannt kommt. So, du steckst hier anscheinend fest, oder wie? Es schaut zumindest ganz danach aus. Dann schauen wir mal, ob ich dich befreien kann. Schon wieder ein Goblin. Ja, sag mal. Ihr seid vielleicht ganz schön lästig. Nee, irgendwie will das nicht mitkommen. Nicht mal ansatzweise. Vielleicht erwärts. So. Warte hier, folge mir. Na komm. Gut, 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 gut. Sehr schön. Und da ist sogar noch ein Hühnchen. Okay, wenn wir schon mal dabei sind, dann probieren wir es auch, dass wir das hier einsammeln. Nee? Na, sag mal. Wird das heute noch was? Ich glaube nicht. Ah ja, jetzt aber. So, Dede, folge mir. Und jetzt muss ich mich erstmal kurz um die Gegner hier kümmern. Aber das ist gut. Wir haben jetzt insgesamt 4 Hühnchen. Allein 3 heute in dieser Folge gesammelt. Das kann sich sehen lassen. Und ich kenne da schon jemanden, der sich da ganz bestimmt freuen wird drüber. Und zwar unser Hahn.
Na kommt. Put, 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 put. Gerade rechtzeitig, jetzt wo es dunkel wird, kommen wir zu Hause an. So, Anton, wo bist du? Ich sehe dich schon. Brauchst dich gar nicht verstecken. Na, kommt nur alle rein ins Gehege. Sehr schön. So, du wartest hier, du wartest hier und du wartest hier und dann schnell das Tor zu machen, bevor irgendjemand stiften geht. Schön, schön. Endlich haben wir ein paar Hühnchen mehr, sodass wir uns auch dementsprechend viele Erdbeerdesserts bald herstellen können. Und das Mehl ist auch schon fertig. Das ist gut. 9 Stück haben wir. Das letzte wird aktuell hergestellt. Aber wir brauchen natürlich auch noch Honig. Ah, okay. Den Honig kann ich maximal bis 5 Stück aufsparen lassen, bevor ich ihn abholen muss. Das ist gut zu wissen. Dann sollten wir vielleicht beim Bienenhaus öfters vorbeischauen. Und jetzt habe ich ausgerechnet nicht genug Ton dabei. Moment mal, wo habe ich denn eigentlich... Da ist sie, meine Schaufel. Fast nicht mehr gesehen. War lauter Zeugs in meinem Inventar. Was kann ich denn eigentlich schon wieder weglegen? Zum Beispiel das Zeug hier. Die Blümchen brauchen wir aktuell nicht. Dann haben wir noch Wolle. Weg damit. Stoff. Weg damit. Und jetzt schaut es auch wieder ein bisschen besser aus. Sodele, wie viel haben wir gesammelt? 16 Stück. Das reicht vollkommen. Sodele, wir brauchen Kleber. Sehr schön. 7 Stück können wir uns herstellen und ich brauche außerdem noch Baumstämme, sehe ich gerade, und sogar noch Bretter. So, Bretter stellen wir uns mal 21 Stück her. Und das heißt, wir müssen noch 10 Baumstämme sammeln. Aber das machen wir gleich zuvor. Schnappen uns hier aber noch das andere Zeug. Genauso wie das Wasser. Sodele. Und den Baum können wir eigentlich auch noch abholzen. So, wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Wir haben 66 Stück gesammelt und Bretter haben wir auch schon genügend, sodass wir jetzt eigentlich nur noch warten müssen, bis der Kleber fertig ist. Aber das kann wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, oder? Obwohl, geht eigentlich. Geht sogar ruckzuck. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Das ist doch toll. So, Kleberhammer, Bretterhammer, Eisenbahnhammer. Dann steht jetzt dem Bau eigentlich nichts mehr im Wege. Doch, einmal Ton brauchen wir noch. Mann, oh Mann. So, jetzt aber.
Und die Frage ist jetzt nur, wohin damit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hier direkt neben die Kohlemeiler, vielleicht aber auch neben das Bienenhaus. Jetzt schauen wir einfach mal, wie groß der Schuppen überhaupt ausfällt. So, Schuppen auswählen. Ui, doch so groß. Okay, dann wird's schwierig. Wo ist ein schöner? Hier drüben? Oder hier drüben? Vielleicht auch ein bisschen abseits von der Basis. Moment mal. So, wer stört da vorne? Ja, sag mal, geht's noch? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Sodele. Gut, ja, dann zweiter Versuch. Wo ist er schön, der Schuppen? Das ist die Frage. Auf alle Fälle würde ich sagen, wir richten ihn mit der Türöffnung nach vorne. Mann, oh Mann, Qual der Wahl. Bin da immer hin und her gerissen. Vielleicht hier so. Eine kleine Waldhütte. Wird, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ausschauen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach. Und ja, jetzt heißt es erstmal warten. Beziehungsweise sich anders beschäftigen. Aber da gibt es ja genügend zu tun. So, stellen wir doch gleich mal wieder glühende Asche her. Dann brauchen wir außerdem mal wieder was zu futtern. Sehr schön. Und die ganze Kohle, die verstauen wir gleich mal hier. Beziehungsweise, nee, das funktioniert gar nicht. Der Platz hier ist begrenzt. Das ist schlecht. Schade, schade. Aber nun gut, dann habe ich hier vielleicht noch ein bisschen Platz. Ah ja. Dann machen wir es doch gleich mal so, dass wir hier das alles noch reinpacken. Gut. So, ja. Was machen wir jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Honig mitnehmen. Und mal wieder Weizen anbauen. Denn da habe ich gar keinen mehr. Das ist schlecht. So, was liegt denn hier alles? Ach so, noch mehr Sand. Und Ton hätte ich ja auch gehabt. Mann, oh Mann. Aber gut. Hilft ja nichts. So, Weizen brauchen wir. Und sogar richtig viel Weizen. Und auch dementsprechend viel Wasser. Sodele, ihr bekommt auf alle Fälle gleich mal was zu futtern. So, du bekommst was, du bekommst was, du bekommst was und nee, du bekommst nichts mehr. Warum nicht? Ah ja, okay. Es scheitern schon wieder am Wasser. Kann ich mir da eigentlich auch drei Brunnen zwischenzeitlich bauen? Ah ja, derzeit die ganze Zahl 2 und 3 Stück könnten wir uns bauen. Da hätte ich es ehrlich gesagt fast ein bisschen schöner gefunden, wenn man die Gebäude ja hätte aufwerten müssen. Das wäre irgendwie besser gewesen, denn so habe ich jetzt bald mein komplettes Land mit Brunnen und anderen Zeugs zugekleistert. Das ist vielleicht ein bisschen doof. So, wie schaut's hier aus? Ui, perfekt. Das ist doch mal ein Timing.
So, Konstruktion vollendet, Schuppen und ja, dann rein in die gute Stube. Das ist doch schon ein bisschen geräumiger. Schön, schön. Und wir können hier sogar die Fenster aufmachen. Gleich mal lüften. Zack und zack. Schön, schön. Da lässt sich's auf alle Fälle aushalten. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns doch gleich mal unser Strohbett. So, verschieben, Strohbett. Kann ich das jetzt gar nicht so weit verschieben, oder wie? Nee. Das geht anscheinend nicht. Zweiter Versuch. Nee, das verschwindet hier immer irgendwie. Aber gut, zur Not bauen wir uns ein anderes Bett. Und dann reiße ich das Bett hier drin einfach ab. So viel hat es ja auch nicht gekostet an Ressourcen. Gut, gut, ihr Lieben. Damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge von Force of Nature angekommen. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.